Zurück in die Gründungszeit Schnetzenhausens. Als die wohl ältesten überlieferten Musikwerke sind die gregorianischen Gesänge bekannt. Die Entstehung dieser Form der gesungenen Liturgie fällt ungefähr in dieselbe Zeit wie die erste Erwähnung Schnetzenhausens. Das nun folgende Stück, Kyrigen Festis Duplicibus, soll einen Eindruck der Musik aus dieser Epoche vermitteln. Beim Vortrag des Stückes durch Schnetzophon wird dabei bewusst die Verbindung zu Moderne gesucht. Schließlich wurde das Saxophon erst mehr als 1000 Jahre später erfunden, wie das Stück komponiert wurde. Haben wir es zu verdanken, dass wir nun in einem Bildvortrag von Karl Stähle einen Blick auf längst vergangene Tage und Ansichten von Schnetzenhausen werfen können. Karl Stähle ist ein profunder Kenner der Ortsgeschichte und leidenschaftlicher Sammler alter Aufnahmen. Das ganze Organisationskomitee hat immer wieder zu den verschiedensten Anlässen von seinem Wissen profitiert. Anschließend an dem Bildvortrag gibt es sicher viel zu bereden. Weiß noch? Ach zäh, war das mit dem Karl sein Vater? Und es ist dann auch Zeit für eine Stärkung.
denn Zeitreisen machen hungrig und durstig. Deswegen machen wir anschließend an den Bildvortrag eine kurze Pause. Das bedeutet, dass schon unsere früheren Vorfahren sich vorwiegend am Wasser niedergelassen haben. Fachsprengel Schnetzenhausen die Rede. Ja, interessant ist natürlich, dass welche Gebäude und welche Häuser, und zwar wurde er am 21. Januar 1850 vereidigt und eingesetzt in sein Amt. Das ist also der Vater von diesem Franz Xaver Wackershauser. Es ist der Urgroßvater der jetzigen Gebrüder Wackershauser, die auch den Hausnamen früher Stadler hatten. Ja, Hausnamen habe ich gesagt. Und mein Vater, ich weiß es noch aus der Überlieferung, auch meine Großmutter konnte noch aus der Überlieferung reden, hat immer gesagt, die Häuser der Vergangenheit, die Bauernhäuser waren in etwa diesem Stil die Landwirtschaft. Die Arbeit auf der Landwirtschaft. Links, das ist der Eduard Hager, das ist der Vater von Eduard, der neben mir sitzt. Rechts, das ist Hagers Biene, so hat man einfach gesagt, das ist der Weinmalerist im vergangenen Jahrhundert. Wir haben 1913, wie Sie sehen, wunderschöne Glocken angeschafft. Wir haben immer drei Glocken auf unserem Turm gehabt. Wie gesagt, ich habe eingangs schon erwähnt, dass es eine Wagnerei gab. Es gab nicht nur eine Wagnerei, sondern auch eine Schmiede, Zimmerei, Maurer und so weiter. Aber der Schmied hat Pferd beschlagen, hat, wie gesagt, vorhin die Räder gemacht und hat also eine ganze Menge Eisen verarbeitet. Einfach ein Amboss mit Werkzeugen der Schmiede. Die Selbstversorgung kam ein großer Wert zu. Die ging so weit, dass man in etlichen Bauernhäusern einen Webstuhl hatte. In einem erdverbundenen Kellerraum, der feuchte Wegen, hat man Webstühle gehabt und hat solche Stoffe bzw. Stoffbahnen selbst gewoben aus Flachs und aus Hanf. Der Gewichtsteine war dann als Last auf der Brücke dieser Dezimalwaage. Es gab Steine ab 100 Gramm bis 5 Kilogramm. Das sind sogenannte Wagensteine. Ja, machen wir weiter. Das ist ein Küchenherd. Der Küchenherd spielte eine große Rolle. Er war fast ständig beheizt, natürlich. Austraghäuschen hat man öfters, meistens im Keller in einem Regal. Ich habe das einmal den Kindern aus der dritten Grundschulklasse gesagt, in Schnetzenhausen gab es vor 100 Jahren etwa 200 Einwohner und etwa gleich viel Kühe. Sollen wir mal mir ausrechnen, wie viele Füße das sind. Sie wurde geweiht im Hof Angele. Gerade neben der Kirche, das ist ein Bild von der Glockenweihe, hier im Vordergrund dieser Bub, das ist der Josef Gessler, langsam das Dritte Reich. Die Regierenden haben sich darum bemüht, ja, Frohsinn zu verbreiten und Fest zu feiern. Es ging relativ harmlos an, man hat wieder Arbeit. Die Leute haben damals Freude daran gehabt, leider hat sie nicht lange angedauert. Ja. Das ist eine Schulklasse aus jener Zeit, ein großes Ereignis für Schnetzenhausen, nämlich die Eingemeindung in die Stadt Friedrichshafen. Das ist natürlich vom Dritten Reich stark gefördert worden. Es gab einen Kreisleiter